Moin Leute, herzlich willkommen. Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Volvo Truck Simulator 2. So, wir werden auch, ihr seht schon, eventuell, dass das hier ein anderer Volvo Truck Simulator Account ist. Liegt daran, dass ich den anderen tatsächlich löschen musste, beziehungsweise ich habe ihn gelöscht, aus diversen Gründen. So, wir machen aber heute mal Rückflussverhinderer Hamburg nach Travemünde. Ich kenne nur Warnemünde, dort war ich nämlich letztens. Aber ja, machen wir einfach das hier. So, Streckenlänge 97 Meter oder was stand da? Kilometer? Man weiß es nicht. Ich spiele natürlich hier wieder mit meinem Lenkrad und Gaspedal und halt Bremspedal. Aber ist irgendwie logisch. Genau. So, wir spielen das hier mal. Genau. So, World of Trucks, Spotlight, Bildautor, keine Ahnung. Oh, die haben sogar echt die ganzen Leute da auch markiert. Ja, ist geil. So, ich muss erstmal die... Fahrt vorsichtig. Ah, ich muss ja erstmal die Steuerung ein bisschen gucken, weil die Knopfbelegung ist mit dem hier ein bisschen anders. Deswegen. So, frag mich jetzt bitte nicht, warum das Bild hier schon wieder rumhängt. So. Muss ich hier raus, oder was? Oh ja. Nee, das war falsch. Scheiße. Na egal, ich fahre jetzt hier raus. Geht das überhaupt? Ah ja, da. Aber warte eben, ach. Was ganz wichtig ist, dass ich hier den Spiegel schön sehen kann. Neue Route finden. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, wie ich hier rauskomme. Ich denke gleich gegen, aber egal. Route neu berechnen. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen, okay. Ach so, ich muss nach da unten irgendwie. Ich bin hier beim Parkplatz. Route finden. Hat er jetzt mir die richtige Route gegeben? Ach, da kann man auch raus. Was bin ich denn? Bin ich denn so blind? Ey? Ich bin ja voll blind. Drücke folgende Taste, um den Motor abzustellen. Ich will nicht den Motor abstellen. Neu berechnen. Sogar jetzt sind es nur noch 97 Kilometer. Mach ich doch gerade das. Sieht man doch hier. Demnächst rechts abbiegen. Das tue ich doch gerne. Habt ihr gerade den Autofahrer gesehen? Mach, dass du wegkommst, blödes weißes Auto da. Lenk, 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 lenk. Ich will nicht in den Fluss da rein. Oder mehr, oder was weiß ich, was das ist. Interessiert mich auch nicht. Ich überhole dich mal, Kollege. Jo. Weil ich bin ein bisschen schneller unterwegs. Aber das siehst du ja auch. Ja, ich bin natürlich hier links, weil ich darf eh nicht rechts hoch. Das hat man auch vielleicht gesehen. Aber egal, ich fahre jetzt hier in die Einbahnstraße rein. In der Hoffnung, dass ich endlich mal on the Ziel ankomme. Da kann ich ja oft zu reden, dass zu reden. Weil das ist sehr ganz schön. Junge, was laber ich? Ich laber schon wieder nur Scheiße in the Korb. Ja, ich bin über Rot gefahren. Ich darf das. Warum ist hier ein X? Warum ist hier ein X? Hat das Spiel schon erkannt, dass ich nicht mehr... Hat das Spiel schon erkannt, dass ich manchmal auf die falsche Linie fahre oder was? Egal, dann fahren wir halt die gerade aus. Wenn das Spiel das so will, dann gibt es mich nicht. Oh, hier sind meine Freunde. Moin, moin. Grüße gehen raus an die Polizei, die da gerade neu gefahren ist. Die kann aber leider nicht darauf genannte Worte. Hier fahren in so Hamburg. Ne, wir in Hamburg oder fahren wir nach Hamburg? Keine Ahnung, ist mir auch ganz egal. Oh, ich rede ein bisschen zu laut, deswegen war mein Mikrofon gerade komplett auf Rot. Ich habe ja hier so ein, wie nennt man das? So ein Dings, wo man dann halt sehen kann, dass es ein bisschen zu laut oder zu leise rede. Kann ja auch sein, dass ich zu leise rede.
ich nehme hier zwei Spuren, weil ich darf das. Ich habe Sondergenehmigung. Ich bin der schnellste LKW-Fahrer, den es gibt. Und auch vielleicht ein bisschen der chaotischste. Oh, aber das muss ja keiner wissen hier. Hallo, blinken Sie doch. Din, 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 din. Oh, ich liebe dieses Geräusch vom Blinken. Oh. Ey, das ist so ein geiler Sound. Wenn ich irgendwann mal ein Auto habe, ich werde nur noch blinken. Warnblinker an und einfach irgendwo stehen bleiben und einfach dieses Blinkgeräusch zuhören. Wie schnell darf ich hier fahren? Da steht, ich darf 80 fahren, aber knallt trotzdem gegen die Wand. Was ist denn das hier für ein Dreck? Dreck. Könnte auch dieses Rrrr so rollen. Würde mich sehr interessieren. Okay. Ja, Leute, ich nehme dieses Video übrigens wieder um 14 Uhr auf. Ich nehme generell die YouTube-Videos ja jetzt wieder auf, weil wir haben wieder Schule. Wer hätte es gedacht? Schule und Arbeiten, das ist halt das Wichtigste. Ich hole mir übrigens bald eine Nintendo Switch, ja. Nicht die normale, was heißt nicht die normale, also die OLED, oder wie heißt Switch. Die ist halt ein bisschen besser, die hat ein Glasbildschirm und bessere Akkulaufzeit, glaube ich, 9 und die andere hat nur 8 und deswegen will ich mir die holen, weil die einfach besser ist. Ja. Und mein Dings hängt hier schon wieder. Ich fahre hier trotzdem geradeaus weiter. Juckt mich nicht. Leute, ich habe echt keine Ahnung, warum das Video hier mal wieder ein bisschen rumhängt. Generell will ich mir auch ein neues Dings holen, neuen PC holen, bald. Der ein bisschen besser ist. Also die neueste Grafikkarte im PC hat, also die 4090 hat. Und einen guten Prozessor. Und ja. Auf jeden Fall werde ich mir das bald holen. Warum kann dieser LKW 114 km/h fahren? Und warum war da eigentlich so ein Schild, dass man rechts rein musste, wenn hier nichts ist? Ich bin einfach ins Leere gefahren. Ich fahre 120. Ich bin einfach schneller als die Autos. Guck mal, ich überhol die fast. Junge, was ist denn das? Wow, Baum, Baum, Baum. Muss ich hier rechts rein? Das wäre nämlich sehr scheiße. Nee, muss ich nicht. Aber ich überhole erstmal die Polizei und weil ich fast 130 fahre, auch noch diesen LKW, der so ein bisschen zu lahm hier ist. So geht das. 130 gleich erreicht, Leute. Mit dem LKW in Euro Truck Simulator 2, wo man nicht so schnell mit dem Ding fahren kann. Komm, jetzt knapp. Ja! 130 km/h. Ne, irgendwie ging das nie da. Ich muss gleich so hart abbremsen. Boah, ich fahre fast 140. Was? Schaffen wir das noch? Komm schon. Nichts passiert. Hallo. Kann ich auch noch weiterfahren oder das Auto? Motorfehlfunktion, ja, liegt eventuell daran, dass ich gerade gegen dem Auto gefahren bin. Hallo, ich muss hier mal durch. Jetzt mach doch mal Platz, ey. Ich hab nicht die ganze Tagzeit hier. Ich muss auch noch andere Dinge machen. Menschenskinder hier, ey. Kann ja auch gar nicht. Achtung, Werkstatt auch so. Nee, ich brauche keine Werkstatt. So, wir sind jetzt hier in Warnemünde. Spaß, Trafenmünde steht hier natürlich. Hab den Namen noch nie gehört. Ey, warum fahren die alle so zu lahm? Das geht so nett. Ah ne, ich muss ja geradeaus. Ja, ich hab's doch verstanden. Ich fahr einfach hier rechts. Junge, kannst du jetzt mal deinen Mund halten? Neu berechnen. Berechne gleich was anderes neu. Muss ich hier geradeaus? Ja, scheinbar schon. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ey. Sicherheitsüberprüfung läuft. Bitte warten. Junge, okay, ich habe nichts Illegales. Ah, Sicherheitskontrolle abgeschlossen. Sie können weiterfahren. Ah ja, liegt daran, dass ich auch nichts Illegales mit habe. Sicherheitskontrolle. Links rechts abbiegen. Es fängt an zu regnen. Ey, wir sind echt im Regenwald gelandet. Deswegen kleben sich die Klimaaktivisten auch auf die Straßen. Ja, was für Route neu berechnen.
RT Lyon. Oder bin ich ja am Hafen? Ja, ne? Das ist doch der Hafen. Aber so sieht der Hafen nicht aus. Oh, fuck. Bitte nicht da andocken, das wäre nämlich ziemlich scheiße. Das habe ich jetzt genau hier in the middle stehen. Okay. Auf Nummer sicher gehen. Ja, aber natürlich. Und das Parken ist irgendwie zu überspringen, indem ich auch einen Bonus finde. Ich park hier drinne. Ich kann sowas. So. Y. Fertig. Zufriedenstellt. Oh. Oh. Ah. Direkt vom Lohn 181 abgezogen. Was soll denn das hier? Na okay, Leute. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like auf und kommt da. Schaut außerdem auf mein Discord selber vorbei. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Slow. Ciao, ciao.